Hallo, mein Name ist Toni Friedrich von der Firma Aquabi Aquarientechnik und heute kann ich euch eine absolute Neuheit vorstellen, und zwar den Cove I160 Abschäumer mit unserer brandneuen regelbaren UP2000-1 Skimmer V24. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Cove I160 ist ein Abschäumer, der für den Betrieb innerhalb des Filtersumpfes ausgelegt ist. Der Abschäumer ist für Beckengrößen von 250 Liter bis 650 Liter geeignet. Die ideale Wassertiefe, um den Abschäumer zu betreiben, liegt so zwischen 16 und 22 Zentimeter. Der Abschäumer wird mit unserer brandneuen UP2000-1 Skimmer V24 Pumpe betrieben. Diese wird mit diesem Controller angetrieben. Die Pumpe ist in der Drehzahl regelbar. Die Regelung findet über dieses Drehpotentiometer statt. Der Controller hat hier einen Ein- und Ausschaltknopf, mit dem man zum Beispiel, wenn man den Abschäumer reinigen möchte, einfach ausschalten kann. Und man kann dann den Schaumtopf leer machen, beziehungsweise den Abschäumer für die Wartung entnehmen. Und wenn man den Abschäumer einfach wieder in Betrieb nehmen möchte, kann man ganz einfach wieder auf On schalten. Und man muss die Einstellung nicht über das Potentiometer neu suchen. Man kann die Einstellung dann einfach so wieder abrufen. Im Lieferumfang befindet sich der Abschäumer mit der UP2000-1 Abschäumerpumpe, der Controller für den Antrieb der Pumpe, dem 24 Volt Minwellnetzteil, einen Schlauch, um auch den Abschäumer über diesen Ablass zu entleeren, dann noch einen Hahn, um den Schlauch auch verschließen zu können, und einem Ersatzteilset, wo nochmal Schrauben und sonstige Kleinteile nochmal vorhanden sind, falls mal am Abschäumer selbst was verloren geht. Kommen wir zur Installation des Abschäumers. Der Abschäumer wird so vormontiert zu euch nach Hause geliefert. Ihr müsst eigentlich bloß, wenn ihr den Abschäumer ausgepackt habt, einer groben Sichtkontrolle unterziehen, ob alles so dran ist, vorhanden ist. Das Einzige, was ihr noch anbauen müsst, ist hier der Schalldämpfer mit der Venturi-Düse. Das liegt separat im Abschäumer so bei. Und wenn ihr das angebaut habt, dann kann der Abschäumer einfach in den Filtersumpf getan werden. Und die Installation ist eigentlich kinderleicht. Ihr nehmt eigentlich bloß den Stecker und den Controller, steckt diesen ein und sichert den Stecker mit der Überwurfmutter gegen ungewolltes Abziehen. So, wenn das passiert ist, könnt ihr den Controller mit der 24 Volt Stromversorgung verbinden und dann mit dem Netz verbinden. Und dann könnt ihr den Abschäumer von off auf on stellen. Und zur Installation bitte das Keilrohr erstmal ganz aufdrehen. Ihr habt hier beim Abschäumer eine Skala beim Keilrohr. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber ich denke, man kann es erkennen, und erstmal auf Maximum stellen. Und dann könnt ihr den Abschäumer mit dem Potentiometer in der Leistung einstellen. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den Abschäumer dann über das Keilrohr richtig einstellen. Der Abschäumer ist aus absolut dickwandigem Acryl gefertigt. Dieses bewirkt, dass der Abschäumer dadurch sehr massiv rüberkommt und absolut stabil ist. So, wenn ihr den Abschäumer für die Reinigung demontieren wollt, geht ihr einfach wie folgt vor. Ihr schaltet den Controller erstmal auf off, so dass dass die Pumpe ausgeht. So, dann könnt ihr die Venturi-Düse abziehen und dann löst ihr hier unten. Der Abschäumer Body wird an der Grundplatte mit dieser Art Bajonett gehalten. Und ihr müsst eigentlich bloß die Schrauben locker drehen. Das sind sechs Schrauben an der Zahl. Dann könnt ihr den Abschäumer so verdrehen und dann ganz einfach abnehmen.
So einfach ist das. Jetzt hole ich euch einfach mal ran, damit ihr aus einer besseren Perspektive die Abschäumerpumpe mal betrachten könnt. Diese bauen wir jetzt einfach mal auseinander und da werde ich auf weitere Details und Alleinstellungsmerkmale eingehen. Jetzt schauen wir uns die Pumpe mal im Detail an. Vorher möchte ich aber noch die Lufteinzugsdüse zeigen. Diese ist hier mit einem Gitter ausgestattet, das die Pumpe vor Schnecken oder größeren Fremdkörpern schützt. Um jetzt die Pumpe zur Reinigung auseinanderbauen zu können, gehen wir wie folgt vor. Als erstes trennen wir die Pumpe vom Controller, ziehen hier den Stecker ab. So, den packen wir jetzt hier einfach mal beiseite. So, das ist der Controller jetzt im Detail. Hier kann man ganz gut das stufenlose Potentiometer erkennen. Wir haben die Bedienfeldfolie hier zusätzlich noch mit einer Skala versehen, um Einstellungen besser sichtbar zu machen. Zusätzlich besitzt der Controller eine Status-LED und somit kann man immer den Status an dieser LED ablesen, ob die Pumpe läuft oder ob eine Störung vorliegt und die Pumpe sich ausgeschalten hat. So, jetzt packen wir den Controller hier mal beiseite. Jetzt können wir hier die Schraube am Schraubenverteiler lösen. Und einfach entnehmen. So, nun können wir hier den Schraubenverteiler abnehmen. So, nun können wir hier den Anschluss der Pumpe lösen, um den unteren Teil des Schraubenverteilers zu demontieren. So. Den packen wir einfach hier hin. So, und den Schaumverteiler, das Unterteil des Schaumverteilers hier hin. So. Nun können wir hier den Deckel abnehmen. Dieser ist nur zur Optik da. Hat keinerlei technische Funktion. So, und nun haben wir hier einen Bajonettverschluss. Und diesen drehen wir einfach hier nach vorne gesehen, von vorne gesehen nach links. Nun können wir hier diesen Bajonettverschluss abziehen. Hier befindet sich auch gleich die Keramikbuchse drin. Nun können wir den Läufer entnehmen. Hierbei sehr vorsichtig vorgehen, weil wir arbeiten hier auch wieder mit Neodym-Magnete, damit die Pumpe absolut leistungsfähig ist. Nun kann das Nadelrad gereinigt werden. Hier haben wir wieder unsere Keramikwelle. Diese Keramikwelle besteht aus absolut harten Keramik und ist dadurch absolut alterungsbeständig. So, die Pumpe können wir hier einfach vom Fuß runterziehen. So, und nun haben wir alles in seine Einzelteile zerlegt. Wichtig ist hier auch wieder, auf die Sauberkeit dieser Spülbohrung zu achten, weil diese bewirken, dass intern eine Wasserzirkulation stattfindet, die Gleitlagerbuchsen schmiert. Hier hinten kann man die in Silikon eingefasste Gleitlagerbuchse erkennen. Bei der Läuferbaugruppe bzw. bei dem Nadelrad verwenden wir den Werkstoff POM. Der Werkstoff POM wirkt sich besonders gut auf die Qualität des Blasenbildes aus. Bei dem Kabel verwenden wir hier auch wieder ein absolut seewasserbeständiges Purkabel. Diese werden auch im Schiffbau verwendet und hier braucht man sich keine Gedanken machen über Risse oder ob sich das Kabel auflösen könnte, Meerwasser, das alles gibt es nicht, es ist absolut seewasserbeständig. Die Montage findet in umgekehrter Reihenfolge statt. Als erstes nehmen wir hier die Pumpe, umschienen diese wieder auf die Grundplatte drauf. Damit man auch weiß, wie rum, haben wir hier einen Pfeil drauf, damit man sieht, von wo die Pumpe kommen muss. Und dann schieben wir den ganzen Motorblock einfach bis Anschlag. So, jetzt nehmen wir die Läuferbaugruppe. Hierbei wieder absolut vorsichtig vorgehen. Diese wieder in den Motorblock einführen und in die Keramikgleitlagerbuchse einführen. So,
Nun können wir den Verschluss nehmen und wieder auf die Gleitlage, auf die Keramikwelle draufschieben. Und jetzt können wir den Verschluss richtig reindrücken und wieder mit dem Bajonettverschluss, mit dem Bajonett wieder sicher. Nun können wir den Deckel wieder draufstecken. Und nun können wir den Schaumverteiler wieder anbauen. Ja, als erstes nehmen wir wieder das Unterteil. Und sichern das Unterteil wieder mit dem Anschluss. So, nun können wir das Oberteil nehmen. Hier wieder das Oberteil draufsetzen. Und mit dieser Befestigungsschraube wieder feste verbinden. So, als nächstes kann der Stecker wieder in den Controller eingesteckt werden, um gegen ungewolltes Abziehen vom Controller zu sichern. Auch hier wieder bei den Gehäusen verwenden wir hier einen absolut hochwertigen glasfaserverstärkten Kunststoff, wie auch bei der Pumpe. Die Pumpe ist somit absolut geschützt auch gegen Schlag oder gegen sonstige Einwirkungen von außen. So, nachdem wir die Pumpe und den Schaumverteiler wieder zusammengebaut haben, können wir wieder das Reaktorrohr wieder verbauen. So, hier nehmt ihr einfach wieder die Düse hier raus und stülpt ihn so über. Jetzt müsst ihr die Schrauben mit dem großen Loch treffen und einfach wieder verdrehen. Jetzt einfach die Schrauben wieder festdrehen. So, und jetzt kann die Lufteinzugsdüse wieder aufgesteckt werden. So einfach ist die Montage und Demontage des Abschäumers.